I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi 2 zusammen durch die Zeit. Hier bei Crush 45 89 befinden uns nun an Bord des Mutterschiffs der Shroobs. Nachdem im letzten Part Bowser und Baby Bowser im tiefsten Inneren des Steinblock-Vulkans bezwingen konnten, wurde Peach tatsächlich an Bord des Mutterschiffs gebracht und ja, wir haben zwar direkt die Verfolgung aufgenommen, aber leider Gottes ist sie nirgends mehr aufzufinden und deshalb geht es nun, das Mutterschiff zu entern und Ausschau nach der Prinzessin zu halten. Wo ist sie jetzt? Diese Frage gilt es zu beantworten. Aber vorher gilt es hier mal, all diese vielen hübschen Ausgrabungsstellen zu inspizieren und Bohnen herauszuholen. Na, ihr geht erstmal weg. Denn wir wollen uns hier mal schnell umgucken. Oh, Moment. Ups. So. Das löst man nämlich so. Erstmal die beiden Babys hochschicken, dann mit den großen Brüdern hinterherkommen, wenn ich es kann. So. Und dann so. Und Brüder Twist. Oh, nicht runterfallen. So, dafür gibt es zwei Ultratau. Nice. Okay. Und jetzt checken wir mal das hier aus. Das ist wohl das Freibad der Aliens mit dieser ekligen grünen Galle. Ach. So, mit den Babys kriegen wir hier noch die Items. Und dann können wir prompt hier weitermachen. Ich frag mich bloß, was das für ein Zeug ist. Ist bestimmt giftig für uns. Das auf jeden Fall. Oh. Aber natürlich befinden sich auch hier Shroobs, also Gegner. Shroobs befinden sich schon im Hintergrund, welche gerade ein, ja, mehr oder weniger Bad nehmen, aber hier gibt es auch Shroobs als Gegner. Und ich glaube, sie sind immer noch, ja, die sind alle kälteempfindlich. Wow, die sind aber schnell. Und die greifen sogar ein Team in der Gruppe an. Was sind das nochmal für Shroobs? Wächter-Shroobs, ja? Die Wächter-Shroobs haben es ganz schön in sich. Aber mit ein paar Eisblumen ist die Sache gegessen. Und einen Haufen Erfahrungspunkte geben wir noch dazu. Die Musik, ey. Nein, nein, nein. Was? Was? Aber ich bin doch irgendwie drauf. What? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch auf ihn draufgesprungen und hat er mich doch rechtzeitig davor abgeschossen. Was zum Teufel? Das war ja voll der Betrug, ey. So, dieses Mal aber nicht. Dieses Mal nicht, ne? Oh. So, diesmal greifen sie nur einzeln an, das ist gut. Da sind sie leichter zum Ausweichen. Oh oh. Ah! Der Schuss kam diesmal ziemlich früh. Das ist immer völlig random. Man weiß nie genau, worauf man achten muss, dass sie jetzt nun schneller oder früher schießen. Oder Moment, es gab doch vielleicht ein Merkmal, dass sie ankündigt, dass sie entweder früher oder später losballern wollen. Boah, wie viel haben die noch benötigt? Ach, ich weiß nicht, wann die losballern. Das gibt's ja nicht.
Oh, ich hätte sie eigentlich doch besiegen können, wenn ich mich nicht so angestellt hätte mit den Eisblumen. Na gut. Immer gibt es einen Ultratau. Und Supertau noch oben drauf. Ja, wir werden natürlich mit Zeugs vollgesteckt. Aber zuerst sollten wir vielleicht mal unten gucken, ob alle Monster weg sind. Ein Monster. Ja, Schlups sind zwar Monster, aber ist halt lieber Schlups sagen. So. Brauchen wir jetzt die letzten Pilze, bevor wir noch die Super-Pilze übrig haben. Okay. Wir haben schon zu viel Schaden genommen, das sollte jetzt künftig vermieden werden. Ja, da kommt man nur mit den Großen. Ich weiß schon, wie man da reinkommt. Okay, es ist also kein Schlup mehr übrig an der Stelle. Aber ich habe schon eine Ahnung, wie man da reinkommt. Pass mal auf hier. Na? Bitte. Ich muss jetzt noch kurz warten, damit ich das hier ausgraben kann. Sonst verpasse ich das nur. Unnötig. Saugorden Alpha. Naja, Alpha A einfach nur. So. Dann kommt mal her. Im Eistempo. Und weiter geht das. Warum die so angesaugt werden, möchte ich jetzt nicht wissen. Ich vermute mal, das soll so eine Art Föhn darstellen, welcher ihren Kopfschmuck zur Geltung bringen soll. So ähnlich wie uns diese Spezialföhne für die Frisuren. Nehme ich mal an. So, jetzt kommt so ein Minispielchen, wo wir versuchen müssen, den fliegenden Block immer zu treffen, wenn er sichtbar ist. Das heißt, wir müssen dafür hier erstmal alle Lampen aktivieren. Und nur wenn er sichtbar ist, können wir ihn treffen. Weil wenn er hier sich im Schatten befindet, dann können wir, wie ihr sehen könnt, nicht treffen. Wir können nicht berühren. Ich glaube, der war es genau. Ey, kommst du her? Bäm. Du entkommst mir nicht. Wieder am Anfang. Und da dreht er dieses Mal vollkommen durch. Erwischt. Und weiter geht die Reise. Oder? Nee, das war's noch nicht. Der will noch einen auf den Deckel haben. Oder eine von unten kriegen. Meinetwegen. Und zack. Sind wir fertig? Oh ja. Dann geht's jetzt weiter. So, kurzer Check. Nö, nix mehr. Ich will mir das nicht lange ansehen. Das sieht einfach nur creepy aus. Okay. Sind wir nun am Ende angelangt? Und wir schaffen tatsächlich nur eine Abkürzung. Aber war das denn nötig? Weil ich glaube, wir werden so schnell nicht mehr das Mutterschiff betreten. Ja, eigentlich werden wir sogar gar nicht mehr das Mutterschiff betreten. Naja, aber gut, was soll's. So, Aufzug nutzen. Und was geht hier Schönes ab? Ja, noch mehr Bohnen. So viel ist sicher. Bohnen. Oh yeah. Gib mir Bohnen. Wir brauchen mehr Bohnen. Baby-Twist. Ja, also auf die Lösung kann man ja sehr schnell kommen. So, gib her die Coins und... Dann stellt euch mal alle drauf. Und rein da. Peach! Oh, Gott sei Dank. Haben wir dich endlich gefunden? Hä? Was ist das? Wow!
Peach im Dreierpack? Ui, das war nur ein Programm, virtuelles Programm. Flex. Das war keine echte. Wow. Oh, weia. Ja. War Flex und zugenäht. Hä? Oh. Da kommt doch Peach. Gott sei Dank. Moment mal. Nein! Es war die ganze Zeit über Prinzessin Shroop! Ich bin Prinzessin Shroop! Ihr Eindringlinge! Werdet verschlungen! Moment, was ist mit dem einen Shroop? Hä? Ein Futterberat? Was geht mit dem ab? Wow! Was macht er da? Der beseitigt einfach seinen Artgenossen. Was geht denn mit dem ab? Oh, es war Kyle Cooper als Shroop verkleidet. Das ist unsere Chance, Schnauzbart. Hier entlang. Ah, da hat sie uns noch... gerade noch retten können. Oh, Mann. Zwar habt ihr eine Klemme gesteckt, aber... ihr habt euch dennoch gut gehalten, Jungs. Ha! Es, welch schreckliches Schicksal ich ereilt hätte, wäre nicht eine hinreißende Reporterin erschienen. Ja. Hast du gut gemacht, der Rettung in allerletzter Sekunde. Nun, du hast meine Hand gewaschen, Schnauzbart, ich die deine. Jetzt sind wir quitt. Stimmt. Übrigens, Jungs, glaubt ihr wirklich, dass das in Zeit über die Prinzessin Peach war? Ja, ich wollte schon sagen, das war ein Hologramm, kein virtuelles Programm. Virtuelles Programm ist was ganz anderes. Hologramm. Weil ich hatte das irgendwie auf der Zunge, aber ich hatte das gerade das richtige Wort dafür jetzt nicht im Kopf. Also es war ein Hologramm, das was wir vorher noch gesehen haben. Ja, das hätten wir zuerst geglaubt. Ich zerstöre diese Version nur ungern, Jungs, aber das war Prinzessin Shroop, wie wir alles sehen konnten. Wie war das? Ihr habt sie also durch einen Zeitsturz Bitzkönigreich der Zukunft gebracht? Beruhigt euch mal, Babys. Dankeschön. Mann, oh Mann, Jungs. Lasst mich doch der Affe bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wolltet ihr behaupten, das war von Anfang an Prinzessin Shroops Plan? Was für eine Wendung! Ja, sie gibt sich selbst als Prinzessin Peach aus und infiltriert den Pilzpalast in die Zukunft. Doch was sie wirklich will... ist eine Chance, das Pilzkönigreich eurer Zeit zu erobern. Ganz schön frech von der Braut. Ja, die Schlussfolgerung ergibt Sinn. Durchaus. Aber die Dinge stehen nicht gut für unsere Madame Supergiftig, nicht wahr? Wenn diese Pause, wie ihn nannte, sie nicht plötzlich eingemischt hätte. Oh, ich gebe doch nur einen heißen Luft von mir. Ah! Ach ja, der Schlüssel! Erinnert euch an diese kleine Schönheit? Klein? Nochmal? Sicher tut ihr das. Dies könnte der Schlüssel zum Sieg sein, Schnauzbart. Oh. Wir sind angelangt. Ich habe das Gefühl, dass man diesen Tag, dies alles, unumstößlich, der dickste, fetteste Schlagzeug der Geschichte Schlagzeug sein wird. Zeigt ein bisschen Kampfgeist, Schnauzbart. Jetzt geht's an Eingemachte. Leidet eure Glotzer an meinen großen Durchbruch. Oh Mann. Ja. Auch wenn es ein bisschen... ja. Auch wenn es ein bisschen übertreibt mit ihrem ganzen Reporterquatsch und einen viel zu sehr auf Paparazzi macht, ist es eigentlich doch gar nicht so übel. Immerhin hat sie uns aus der Patsche geholfen, also sollten wir das nicht übel nehmen. Und sie ist wirklich sehr schlau, muss man sagen, weil ich meine, klar, für so manche von uns wäre das wahrscheinlich schon offensichtlich gewesen, auch für Blindspieler, also für manche Blindspieler wäre es vielleicht schon von Anfang an
offensichtlich gewesen, der Plan von Prinzessin Shroop. Aber die Schlussfolgerung dennoch einfach so aus den Ärmel zu schütteln, das kann eigentlich nicht jeder. Prinzessin Peach war eine Täuschung. Der üble Plan der Schulprinzessin hätte beinahe funktioniert. Dein letzter Hoffnungsschimmer ist der Schlüssel, den Kylie gestohlen hat. Ja, die Frage ist nur, wo ist jetzt die echte Prinzessin? Wahrscheinlich immer noch im Pilzpalast der Vergangenheit bzw. im Schulpalast. Nun. Ja, wie gesagt. Das war schon ziemlich schlau von ihr. Also, sie zeigt, dass sie richtig viel Gehirnschmalz hat. Ich weiß zwar nicht. Irgendwie erinnert es mich auch an einen anderen gewissen Reporter aus einer anderen Trickserie, aus einer klassischen Zeichentrickserie. Ja, Tim und Struppi. Tim ist ja auch ein Reporter und trotzdem macht er eher Detektivarbeit. Und ich schätze mal. Aber ich glaube nicht, dass Kylie eine Anspielung auf Tim aus Tim und Struppi sein soll. Falls ihr das kennt. Falls nicht, googelt mal danach. Ich glaube nicht. Ich meine, Tim und Struppi, die Serie an sich habe ich nicht so wirklich geguckt. Aber einige der Filme haben mir gefallen, wie Tim und Struppi in Sonnentempel und Tim und Struppi und der Haifischsee. Diese Filme habe ich gemocht von allen Tim und Struppi-Filmen. Also von allem, was bislang Tim und Struppi geboten hat. Aber alles andere ist für mich meh. Auch die Zeichentrickserie an sich ist meh. Und der letzte Film, und beziehungsweise die letzten beiden Filme. Ich meine, es kam noch ein 3D-Animationsfilm von Tim und Struppi raus, aber ja, den habe ich bislang nicht gesehen. Vielleicht gucke ich mir den irgendwann mal dazwischen an. Mal gucken. Okay. Jetzt gehen wir erstmals weiter und finden raus, was der Schlüssel von Kylie Cooper wie sich der Schlüssel hier auswirkt und was er genau bewirkt. Seht mal, Jungs. Ihr könnt eure Werte darauf verwenden, dass hier der Schlüssel rein muss. Allerdings. Und nun letztendlich das Geheimnis der Schubs. Die Schlagzeile meines Lebens. Sie bringt schon mal hier den Treibstoff zum Leuchten. Mysterium! Die Schlagzeile! Lass es uns sehen! Hey, was gibt's? Das ist nicht gut. Heilige Bäume, dort ist es aus! Luigi? Du kannst gar nicht fliegen. Wieso sagt Mario Yippie? Also dieser Soundfall hat überhaupt nicht gepasst. Nein, warum? Warum muss ich immer alles zum Üblen wenden? So hilft mir doch jemand! Helft mir! Irgendjemand! Ich glaube, die wollen dir nicht helfen. Hallo? Und was macht Baby Bowser in der Zwischenzeit? Was soll der ganze Rabatz hier? Ist da drin etwa jemand am Kekse verspachteln? Denkt er immer nur an die Kekse? Ich bin am Verhungern jetzt. Komm ich, der Keksklau. Noch. Oh. Ist ja gerade noch mal den Blicken der Schrubs entgangen. Und was macht Kylie Cooper in der Zwischenzeit?
Ja, wo wird die jetzt wohl landen? Wir können es uns schon denken. In der Zwischenzeit auf Yoshi's Island müssen ihr Dorf wieder aufbauen. Oh, stell dich auch mit dieses Bild in meinen Kopf. Wisst ihr was? Ich werde nicht mehr darüber nachdenken. Ich habe Spaß bei den Yoshis und das reicht mir vollkommen. Hm? Was? Was ist das? Hä? Au! Oh. Glück gehabt. Was für eine Flucht und was für ein Durchfall. Hm? Ich erinnere mich! Ah! Ja. Ein Schlag auf den Kopf hilft meistens. Doink. Huh. So. Ha, wieder mal eine elegante Landung. Je öfter man, ich wiege, Pack rumwerft, desto besser werden meine Landefähigkeiten. Also eigentlich warst du die ganze Zeit in Marios Hosentasche? Oder wo auch immer du immer drin steckst. Ach, was weiß ich. Nun denn, meine Supersensoren zeigen an, dass es sich hierbei um Toton handeln muss. Die Stadt scheint einiges an Schaden abbekommen zu haben. Wollen wir uns mal diesen Laden genauer ansehen? Vielleicht finden wir dort jemanden, mit dem wir sprechen können. Wenn sie mir folgen können. Ja. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Jetzt muss ich nur gucken, wo sich hier ein Speicherblock befindet. Weil der wird hier angezeigt, aber ich sehe keinen bislang. Wo ist denn der? Oh oh! Die Gegner will ich jetzt noch nicht bekämpfen. Und das sind alles Shroop-Roboter. Ja, man merkt schon, das Dorf ist bereits heruntergekommen. Hier haben bereits die Shroops, also das Dorf wurde bereits von den Shroops vollkommen übernommen. Und ja. Ist auch bereits von den Shroops vollkommen verwüstet worden. Hm. Vielleicht in den Inneren des Ladens. Ja, da befindet sich ein Speicherblock. Gut. Mario und Co. wurden in Toton, der von den Shroops verwüsteten Stadt, abgesetzt. Ihr einziges Ziel ist es nun, Koboldsternsplitter zu sammeln. Ja. Aber wie gesagt, das machen wir dann im nächsten Part. Und wem mehr geht es, wenn es gefallen hat, dies bestimmen wir jetzt eines. Daumen nach oben und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush40Freak89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Mario & Luigi 2. Zusammen durch die Zeit. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.